Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich Sebastian mit dem Video dabei. Hi. Sebastian macht Zahnmedizin und ist jetzt auch im ersten Jahr in der ersten Woche. Und deswegen habe ich ihn mal mitgebracht, damit ihr auch jemanden, der Zahnmedizin macht, von Anfang an seine Geschichte so ein bisschen mitbekommt. Wie sind denn deine Erfahrungen jetzt in der ersten Woche? Hast du dich schon so ein bisschen eingeliebt? Ja, also ich muss sagen, es sind schon sehr viele neue Eindrücke. Also hier sind sehr viele Dinge sehr anders. Das Stadtbild ist komplett anders. Die Leute sind einfach anders. Es ist eine komplett andere Sprache. Die Schrift ist eine andere. Also ich komme mir fast vor wie so ein Kleinkind, das nicht lesen kann, das nicht so richtig alles versteht, was die Leute sagen. Und ja, es ist richtig spannend und ich mag's. Gefällt dir gut. Und ja. Wie ist deine Geschichte? Also wie kamst du dazu, jetzt hier in Sofia Zahnmedizin zu studieren? Warum wolltest du überhaupt Zahnmedizin studieren? Was reizt dich an dem Beruf oder an dem Studiengang vor allem? Ja, also die Geschichte ist auch etwas länger, weil ich schon sehr lange Zahnmedizin studieren möchte. Fest stand das für mich seit meinem 12. Lebensjahr, weil mein Vater Zahnarzt ist und ich war von klein auf öfter mit in der Praxis. Das heißt, du hast halt schon einen Einblick schon von früh an bekommen und wurdest halt auch geprägt dadurch. Ne? Genau, ja, ja. Genau. Einfach also, dadurch, dass das halt einfach zu deinem Alltag schon immer so ein bisschen dazugehört hat, dass du halt auch wusstest, was das überhaupt ist. Richtig. Ja. Weil viele Leute, die Medizin studieren wollen, sagen immer zu mir, ich verstehe gar nicht, warum du überhaupt Zahnmedizin machen möchtest. Und wenn ich dann so ein bisschen nachfrage, dann merke ich, dass halt ganz oft sowohl so das Wissen über den Beruf als auch über zahnmedizinisches Wissen, also was Zahnmedizin überhaupt ist und welche Erkrankungen es da überhaupt gibt und so weiter, dass das Wissen halt meistens überhaupt nicht vorhanden ist, obwohl die Leute medizinisch interessiert sind. Das heißt, die Leute wissen überhaupt gar nicht, was wir genau machen, oft, und finden das deswegen nicht interessant, weil sie so ein Bild davon haben, was oft auch nicht der Realität entspricht, dass es nicht so viel mit Medizin zu tun hätte. Und gerade bei den Leuten, die halt Eltern haben, die Zahnärzte sind, da bekommt man natürlich voll den guten Einblick. Ja. Und deswegen entscheiden sich halt auch voll oft dann Kinder von Eltern, die Zahnärzte sind, dann relativ, ich glaube, schon überdurchschnittlich häufig dann auch dafür, den Weg zu gehen. Ne? Ja, das denke ich auch. Also wenn ein Elternteil eine Zahnarztpraxis hat, dann geht es immer um die Zahnarztpraxis. Also es steckt sehr viel Herzblut drin, es steckt so viel Arbeit drin. Wenn die Praxis gut läuft, freut man sich. Wenn die Praxis schlecht läuft, dann geht es einem schlecht. Also man steckt einfach komplett mit drin. Und also wie gesagt, ich war von klein auf oft mit in der Praxis und es ist ein wahnsinnig vielfältiger Job, auch wenn viele Leute das anders sehen. Also wie du gesagt hast, ich glaube, das liegt, also die Ablehnung der Zahnmedizin gegenüber liegt auch tatsächlich daran, dass Leute sich da noch nicht so viel mit beschäftigt haben. Also ich bin auch kein Experte. Ich habe ja eine Woche studiert bisher. Aber was ich bisher gesehen habe, hat mir wahnsinnig gefallen. Also der Job ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und es gibt auch, man kann auch sehr viel Chirurgie machen, was mich schon immer sehr fasziniert hat. Und das wissen zum Beispiel viele Leute gar nicht. Die wissen gar nicht, dass man als Zahnarzt auch Chirurgie machen kann. Da denken viele Leute, hey, dafür muss man doch Medizin machen. Ja, genau. Nee, ja. Stimmt nicht. Nein. Also Zahnmedizin ist auch Medizin, aber das ist ja im Grunde genommen schon die Facharztausbildung. Und genau. Innerhalb dieser du hast halt die komplette Oralchirurgie, das sind Zahnärzte, was halt viele nicht wissen. Die denken, also viele kennen den Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurg, der hat ja Human- und Zahnmedizin studiert und dann die Ausbildung gemacht, die Facharztausbildung, die 5 Jahre geht. Was aber viele nicht wissen, ist, dass man als Zahnarzt das Recht hat, oralchirurgisch tätig zu sein, ohne irgendeine Ausbildung. Wobei man eben, wenn was schief geht, nachweisen muss, dass man das halt wirklich auch, also die entsprechende Fortbildung gemacht hat. Und am besten geht das eben, wenn man den Facharzt für Oralchirurgie macht. Und wie gesagt, das ist halt einfach wirklich ein komplett chirurgisches Feld. Das ist halt einfach komplette Chirurgie, Medizin in dem Sinne. Ja, ne? Ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch die Zahnmedizin hat einen ganz großen medizinischen Bereich, zum Beispiel die Mundkrebs.
ja, Früherkennung und ja, also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Krankheiten, die eben im Mundraum stattfinden, die nichts mit den Zähnen zu tun haben, die eben auch auf unser Aufgabengebiet zurückfallen. Ja. Und deswegen ist die Zahnmedizin viel vielseitiger, als viele Leute denken. Ja, also ich glaube, Zahnärzte sind auch sehr weit zuständig in Sachen Früherkennung, wie teilweise auch der Allgemeinarzt. Also wenn der Zahnarzt irgendetwas ertastet im Mundraum und sagt, oh, ist wahrscheinlich Krebs, dann wird der Patient eben zum, zum Spezialisten gehen. Das kann dann beispielsweise der Mundkiefer-Gesichtschirurg sein, je nachdem, was es ist. Ja. Wobei, um zum Thema Chirurgie zurückzukommen, also viele sagen, dass man Mundkiefer-Gesichtschirurg sein muss, um zu operieren, was totaler Schwachsinn ist, weil man für Mundkiefer-Gesichtschirurgie ja Zahnmedizin studieren muss. Ja. Da muss man Medizin studieren, noch den Facharzt machen. Ja. Und eigentlich ist das Aufgabengebiet vom Mundkiefer-Gesichtschirurgen total schmal, weil eben ganz viel vom Oralchirurgen auch gemacht werden kann. Also es wirklich sind halt so Kieferfehlstellungen oder Unfallchirurgie, die halt sehr komplex ist, die dann der Mundkiefer-Gesichtschirurg macht, vielleicht auch in Zusammenarbeit oder zusammen mit einem Oralchirurgen. Und genau das gleiche auch mit der Kieferorthopädie. Also ihr müsst keine ausgebildeten Fachzahnärzte für Kieferorthopädie sein, um kieferorthopädisch arbeiten zu können. Ein ganz normaler Zahnarzt kann auch die entsprechenden Ausbildungen oder Fortbildungen machen für zum Beispiel das Invisalign-System, kann Invisalign-Partner werden und dann ganz viel kieferorthopädisch arbeiten. Also es gibt wirklich einen ganz großen Bereich eigentlich, der auch so breit ist, dass ihr euch halt bei Zahnmedizin wirklich danach noch spezialisieren solltet. Damit, weil ihr könnt sehr schlecht alles abdecken, vor allem wenn ihr jung seid. Klar, in einem höheren Alter wird das Spektrum immer größer, das ist bestimmt bei deinem Vater ist Zahnarzt, ne? Ja, auch ja. So, ne? Ja. Und also was reizt dich jetzt persönlich, was sind die Dinge, die dich am meisten reizen an dem Beruf Zahnarzt? Das ist eine relativ lange Liste, aber die Punkte, die mich am meisten reizen, sind, dass ich einen Beruf ausüben möchte, bei dem ich weiß, dass er einen direkten Nutzen hat und direkt auch Ergebnisse erzielen kann. Und ich denke, das hat man in der Zahnmedizin oft. Also wenn Patienten mit einem Problem aufkreuzen, dann hast du halt die Lösung in den meisten Fällen. Genau, es ist ein sehr manueller Job. Ja. Ne? Und das mag ich. Mich fasziniert einfach die Möglichkeit zu haben, manuell zu arbeiten, aber auch im medizinischen Bereich. Und der gesundheitliche Bereich interessiert mich da einfach massiv, weil wie weiter kann man denn noch direkt am oder im Leben der Patienten noch wirken? Ja, ja. Also klar, also es ist auch so, Medizin ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig toll und auch der Teil der Medizin ist interessant, der noch nicht so erforscht ist, wo es noch nicht so viele Möglichkeiten gibt. Auch da braucht man natürlich Ärzte, die zum Beispiel die Symptome behandeln von zum Beispiel Krebspatienten oder sowas, wo wir im fortgeschrittenen Stadium, wo vielleicht nicht mehr so viel zu tun ist. Aber ich glaube, dass dieser Bereich halt sehr, sehr enttäuschend sein kann, weil man oft einer gewissen Hilflosigkeit ausgesetzt ist in der Humanmedizin, weil man kann nicht jedem Menschen helfen und nicht jedem Menschen das Leben retten. Und in der Zahnmedizin ist es halt so, das ist ein abgesteckter Bereich, ist ein medizinischer Bereich, der extrem weit erforscht ist und wo es einfach für fast alle Probleme eine Lösung gibt, mit der man die Situation wieder in einen guten Zustand bringen kann, medizinisch gesehen. Und das ist halt cool, weil man halt einfach viele Erfolgserlebnisse hat. Ja. Natürlich muss man sagen, dass halt ein großer Teil einfach die Behandlung ist und dadurch, dass man weiß, also dadurch, dass es eine vollständige Behandlung möglich ist, ist natürlich auch ein großer Arbeitsschritt immer notwendig, der dann natürlich auch akkurat vollzogen werden muss und das ist natürlich dann auch stressig und viel Arbeit und so weiter, aber am Ende der Arbeit hast du halt ein tolles Ergebnis, einen glücklichen Patienten und das macht dann, glaube ich, macht halt einen Unterschied aus zu vielen humanmedizinischen Disziplinen. Ja, und ich finde, das ist wirklich etwas, das hat einen ganz großen Reiz auf mich. Mhm. Ja. Ich meine,
Ich habe es bisher nur beobachten können. Ich war doch nicht ganz so stark daran beteiligt wie hoffentlich in der Zukunft. Ja. Aber ich hab doch den Eindruck, dass der Beruf des Zahnarztes ein sehr dankbarer Job ist. Also ja. man sieht wirklich seine Ergebnisse und, und was mich auch fasziniert, das ist nicht nur diese direkte Problemlösung, die man leisten kann, sondern auch bei wem. Also je nachdem, wir können auch hier weg von der Medizin kommen, egal in welchem Job man ist, man hat dann eine bestimmte Klientel. Ne? Ja, also ja. Lehrer haben dann immer nur ihre Kollegen, haben mit ihren Kollegen zu tun, mit mehr oder weniger nervösen, aufgebrachten Eltern und mit Kindern bestimmter Altersgruppen. Ja, ja. Da ist jetzt diese Vielfalt nicht so gegeben und zurück auf den medizinischen Bereich zu kommen, je nachdem auf was man sich spezialisiert, hat man auch mit bestimmten Altersgruppen zu tun und manche Ärztinnen und Ärzte haben ja auch nur Patienten eines Geschlechts, stumpfes Beispiel. Ja. Ja. Und ein Zahnarzt, der erlebt so den Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Das heißt, ganz junge Patienten, ganz kleine Patienten, Schwangere, ist wirklich alles dabei. Alle verschiedenen Leute, die vielleicht wohlhabender sind, die ärmer sind, das ist wirklich eigentlich alles dabei. Genau. In den meisten Fällen, wenn du halt so eine eigene Zahnarztpraxis hast, dann hast du halt wirklich so mit allen Menschen zu tun, die mit allen unterschiedlichen Menschen. Ne? Das ist halt schon cool. Also auch im Studium ist das schon so. Ich behandle Kinder, die sind ganz klein, die sind 8 und dann habe ich halt Patienten, die sind über 80. Also ist halt alles dabei. Und das ist ziemlich cool, dass mit solchen Menschen, also ich hatte davor noch nie viel mit älteren Menschen zu tun. Ältere Menschen sind ganz anders als junge Leute und man lernt einfach wahnsinnig viel und ist auch total spannend, einfach so unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Arten von Menschen kennenzulernen. Also ich habe auch von den Berufen her ganz unterschiedliche Patienten hier und die haben auch ganz interessante Geschichten und ich finde das immer wieder, das ist halt immer wieder bereichernd, weil ansonsten als Student hast du ja sonst in einem normalen Studiengang eigentlich nur mit Studenten zu tun, ne? Ja, eben. Und das, was du gesagt hast, das ist etwas, das finde ich auch ganz wichtig. Also man ist wirklich sehr nah auch am Menschen dran und man begleitet die Menschen auch sehr weit. Also man ist jetzt nicht der Arzt, zu dem Menschen nur kommen, wenn wirklich was los ist. So Leute, es hat leider stark geregnet gerade und wir sind jetzt erstmal in ein Restaurant eingekehrt, haben was gegessen und jetzt kann es wieder weitergehen. Wir haben ja darüber geredet zuletzt, welche Vorteile der Beruf Zahnarzt hat und warum du dich dafür entschieden hast. Wie war denn jetzt dein Weg vom Abitur bis hierher nach Sofia, erste Woche Zahnmedizinstudium? Ja, also der Weg hat eine Weile gedauert, weil ich jetzt 23 bin und ich hatte 2014 Abitur gemacht tatsächlich und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich seit meinem 12. Lebensjahr Zahnmedizin für mich rausgesucht hatte als Ziel. Die letzten Jahre in der Schule habe ich mich ganz schön reingehängt und es hat für ein gutes Abitur gereicht, aber nicht für ein sehr gutes. Ja, ja. Und leider braucht man einen sehr guten Abischnitt, um ins Studium reinzukommen. Mhm. Und ich bin ganz schön auf die Schnauze geflogen, als ich mich zuerst um einen Studienplatz bemüht hatte. Ja. Ich hatte mich an verschiedenen Stellen beworben, ganz in Deutschland, der Hochschulstart, auch in Wittenherdecke tatsächlich. Okay. Hattest du auch einen Aufnahmetest dann? Ja, ich hatte einen Aufnahmetest. Also wurdest eingeladen? Aufnahmegespräch, ja. Okay, ja. Lief nicht so gut. War das schon so während dem Gespräch so oder hast du gedacht, es lief gut und Das Gespräch war eine Katastrophe tatsächlich. Ja, warum? Das interessiert mich jetzt. Was wird da eigentlich so gefragt? Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, wie das so abläuft. Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Ich hatte mich insgesamt zweimal beworben in Wittenherdecke. Einmal direkt nach dem Abi und einmal dieses Jahr. Und das erste Gespräch war eine Katastrophe.
ich muss sagen, die Gesprächsatmosphäre war überhaupt nicht freundlich und auch nicht besonders höflich. Und das habe ich teilweise auch von anderen Leuten gehört. Das, man hört sehr unterschiedlich. Aber dann denkt man, überlegt man sich ja schon so, will ich das überhaupt studieren, genau. wenn man schon so behandelt wird. Ne? Ja, aber so hatte ich damals noch nicht gedacht. Ich war so ganz frisch aus der Schule und dachte einfach, okay, die haben mir jetzt das Gefühl gegeben, ich wäre voll blöd. Bin ich wahrscheinlich blöd. Ne? So denkt man ja, wenn man aus der Schule kommt. Ja. Und das ist so das erste Feedback im Leben außerhalb der Schule. Ne? Genau. Ja. Also ich muss sagen, dass das zweite Gespräch dieses Jahr, also ein paar Jahre später, das lief viel besser. Das war eine sehr freundliche Atmosphäre und das Gespräch lief sehr gut und ich hatte den Eindruck, okay, entweder das klappt oder es klappt nicht, beides ist in Ordnung, ich hatte eine gute Zeit, hat Spaß gemacht, aber naja. Also, aber nach meiner ersten Bewerbung, ich hatte nach dem Abi und nach meiner gescheiterten Bewerbung so eine kleine Sinnkrise. Ich glaube, das haben viele Leute, die beim ersten Mal scheitern. Das sind einfach so viele Sachen, die auf einen zukommen, wenn man gerade aus der Schule kommt und noch nie irgendwo alleine war, so wirklich. Ja. Und dann wird man so in die Welt hinausgeschickt und fliegt zuerst mal voll auf die Schnauze. Das kann passieren. Also du wusstest ja schon, dass du Zahnmedizin auf jeden Fall machen würdest. Und dann hast du halt gemerkt, okay, es geht erstmal nicht über den normalen Weg, also Hochschulstart, über den so bekanntesten Weg. Ja. Und dann hast du halt auch gedacht, okay, dann Privatuni, das ist ja auch nicht so, ist halt auch so ein sehr, sehr konventioneller Weg, der halt auch nicht so, wo auch nicht so viele Fragen aufkommen, wenn man den einsteigt, hat dann auch nicht geklappt. Das heißt, du musst es jetzt ein bisschen kreativ werden, dich halt noch mehr informieren und dann hast du gesagt, okay, Sophia und... So war das noch nicht. Also ich hatte ja diese kleine, damals für mich sehr große Krise dann hatte ich ja erstmal gar nichts in der Hand. Ich hatte alles auf die Karte Zahnmedizin gesetzt, die Bewerbungsfrist war vorbei, ich bin nirgends genommen worden und dann hatte ich so nichts und dann saß ich zu Hause und dachte so, schön, was jetzt? Und dann, dann wurde mir... Hattest du das auch schon so allen erzählt, ob du das dann machen willst? Das war eine wahnsinnige Belastung, darauf können wir später auch nochmal zurückkommen. Wie das jetzt ist, weil ich jetzt gar keinen sozialen Druck hatte tatsächlich. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Ja. Also dann wurde mir tatsächlich sehr spontan ein Job angeboten als Fremdsprachenassistent an zwei französischen Schulen. Okay. Das ist normalerweise etwas, was Leute im Lehramtsstudium so machen. Ah, ist okay. Und normalerweise gibt es ein Bewerbungsverfahren, das etwas umständlicher ist, aber es gab eben diese zwei Schulen, wo ich schon im Schüleraustausch war und da hatte sich keiner beworben, weil alle Leute nur nach Paris wollen und irgendwo, wo so richtig die Post abgeht. Okay. Und das Angebot habe ich dann angenommen direkt und dann war ich da ein halbes Jahr und das war meine erste Auslandserfahrung. Und nicht schlecht. Das war vielleicht auch so der Grundstein dann für Bulgarien, ne? Weil du dann gemerkt hast, im Ausland komme ich auch zurecht und man lernt viel dazu. Das war eine tolle Erfahrung. Also ich fühle mich sehr wohl im Ausland, muss ich sagen. Ich bin auch immer froh, wenn es zurück nach Deutschland geht. Das war nach der Zeit auch so. Da war ich sehr froh, dass ich wieder nach Deutschland konnte. Aber ich glaube, jede Auslandserfahrung macht einen so bringt als Person ein bisschen. Ne? Bringt ein bisschen weiter. Man nimmt immer was mit. Ja, man wächst so ein bisschen. Da hatte ich mich dann aber tatsächlich entschieden, was Geisteswissenschaftliches zu studieren, auch wenn ich, das hatte ich als eine Notwendigkeit erachtet, weil ich zu Schulzeiten zwar immer Zahnmedizin machen wollte, aber die Fächer, in denen es bei mir gut lief, das waren tatsächlich geisteswissenschaftliche Fächer. Okay. Und dann habe ich mich zum Sommersemester an verschiedenen Unis beworben für verschiedene Sachen. Und
ich habe mich dann, als die Zulassungsschreiben reinkamen, hatte ich mich dazu entschieden, in Passau European Studies zu studieren. Mhm. Das ist eine Kombination aus Politikwissenschaften, Kulturwissenschaft und ein sehr kleiner Teil BWL. Mhm. Das habe ich angefangen zu studieren. Ich fand das ganz in Ordnung, ganz spannend. Ich wusste zwar, dass das nicht ganz so meins war, aber ich wollte das fertig machen und zum zweiten Semester habe ich dann angefangen, noch ein Studium der Kulturwirtschaft dazu anzufangen. Es überschneiden sich ein paar Fächer, aber ich habe dann beides fertig studiert, obwohl sehr, sehr früh für mich feststand, dass ich immer noch Zahnmedizin machen will. Für mich war das klar, dass ich das zu Ende machen muss, weil ich zu viele Leute kennengelernt und erlebt habe, die eine Sache anfangen, die dann abbrechen, dann fangen die noch was an, brechen es wieder ab, dann bereuen die, dass sie das erste nicht fertig gemacht haben. Wäre das jetzt rückblickend, wo du jetzt deinen Studienplatz hast und auf dem Weg bist, auf dem du sein willst, wäre das rückblickend für dich auch eine Empfehlung an andere, die jetzt quasi mitten in etwas sind und jetzt aber Zahnmedizin studieren werden, würdest du das empfehlen, dass sie das dann nicht abbrechen, erstmal zu Ende machen? Oder wie ist das jetzt rückblickend? Ja, also das ist etwas, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Für mich kann ich sagen, das ist gut, dass ich es zu Ende gemacht habe. Mhm. Also das war eine Zeit, die war sehr anstrengend, weil ich mich nicht zu 100% mit dem identifizieren konnte, was ich da gemacht habe. Es war sehr spannend. Ich denke, das hat auch zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen. Und ich muss wirklich sagen, ich bereue nichts. Also ich würde es genauso wieder tun. Und ich denke, das gehört zu meinem Lebensweg dazu. Verstehe. Weil das hat letzten Endes halt auch dahin geführt, dass du jetzt hier bist. Genau. Ne? Sonst wärst du wirklich wahrscheinlich nicht hier. Denn Zahnmedizin weiß ich nur vom Hörensagen. Ich hab's noch nie ganz studiert. Das fängt jetzt erst an. Aber Zahnmedizin ist ein sehr langes Studium und ich denke, da werde ich vor sehr vielen Herausforderungen stehen. Und Das ist sehr anstrengend und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man die ein oder andere Lektion darin hatte, nicht wegzulaufen. Ja, verstehe. Und deshalb, ich habe jetzt was in der Hand. Ich habe zwei Studiengänge studiert, ich habe die fertig studiert. Ja. Ich bin mit mir selbst im Reinen, ich fange was komplett Neues an und es ist einfach super. Also ja. Also für mich könnte es nicht besser sein als jetzt. Und wenn andere Leute sagen, ich mache gerade etwas, was mir nicht so viel Spaß macht, dann, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der Mensch, der anderen Leute Ratschläge erteilen möchte. Ja, müssen sich wirklich überlegen, möchte ich jetzt was abbrechen, um zu versuchen, in etwas reinzukommen, wovon ich nicht weiß, ob ich da reinkomme. Ja, denn das ist nicht leicht, ins Studium reinzukommen. Und ob das Studium dann letztendlich auch etwas für einen ist. Ne? Das heißt, man hat vorher auch nicht so. Na, wobei man natürlich auch sagen auch, muss, ne? Man muss auch sagen, die Abbruchquote bei Human- und Zahnmedizin ist halt extrem gering, sowohl in Deutschland als auch in Bulgarien. Das heißt, für die meisten Menschen ist es offenbar etwas und die meisten Menschen ziehen es auch durch. Das muss man auch mal sagen, wenn man das mit anderen Studiengängen vergleicht, ist man da relativ sicher. Wer sich für meine Geschichte interessiert, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Meine Story könnt ihr in der Suchfunktion auf meinem Kanal eingeben, dann findet ihr auch meinen Weg bis hierher. Und ich habe auch schon ein paar andere Leute interviewt, zum Beispiel auch Pierre. Und Pierre wollte noch ein paar Sachen loswerden. Am Ende des Videos haben wir das leider nicht mehr geschafft, aber Pierre wollte noch erzählen, was dann auch wieder eine Frage für dich wäre. Er meinte, dass er, seit er hier ist, eigentlich viel, viel, dass es halt schon so eine sofortige Veränderung gab, weil er jetzt halt wirklich auf dem Weg ist, auf dem er sein möchte. Und seitdem er hier ist, ist er auf jeden Fall viel glücklicher, weil er halt weiß, er macht so das Richtige und er ist natürlich auch anstrengend und er ist jetzt in der ersten Woche und am Anfang kommt halt diese ganze Informationsflut auf einen zu und diese ganzen Aufgaben, Klausuren und so weiter von den Professoren und die machen dann auch so ein bisschen Druck und klären halt, wie alles geht und es wird halt einfach schon so ein bisschen Druck aufgebaut, aber er meint halt, es ist was ganz anderes, weil er halt davor gearbeitet hat als Rettungssanitäter war es, glaube ich, und da einfach diesen Arbeitsalltag gesehen hat und das war ja nicht das, was er zu 100% machen wollte und das Gefühl jetzt ist halt einfach ganz anders und das hat er halt sofort gemerkt und ihm ging es halt sofort viel besser und genauso war das bei mir auch. Also am ersten Tag, wo ich hier ankam,
wusste ich, das ganze Liebesgefühl war einfach was komplett anderes. Wie ist das jetzt bei dir? Ist das auch so oder war? Ist natürlich auch nur so, wenn die Zeit davor halt echt nicht so geil war. Also ja, die Phase zwischen Abi und jetzt hat, also war halt nicht so gut und dann war es, als ich hier angekommen bin, ging es mir halt einfach so viel besser. Ja. So emotional, auf einer emotionalen Ebene. Wie ist ja, es bei also dir? Das ist etwas, ich hatte mir auch Videos von dir zu dem Thema angeschaut, dass ja, du deinen Lebensweg schon geschildert. Und ja, genau. Da muss ich sagen, habe ich mich sehr weit wiedererkannt. Okay, also, ja. Absolut. Ja, cool. Und jetzt ist das wirklich auch so. Und es ist natürlich auch Druck da, weil es etwas Neues ist. Mhm. Das Studium wird sehr anstrengend, denke ich. Mhm. Und darauf bin ich auch vorbereitet. Und das ist im Moment noch so ein Ausloten. Wie viel muss ich machen und was muss ich machen und so weiter, was wird von mir als Student erwartet, mhm, wie komme ich am besten durch, das ist natürlich auch ein gewisser Druck, der dahinter ist, aber emotional muss ich sagen, es ist echt ein tolles Gefühl, reingekommen ja, zu sein. Cool. Und, ist wirklich absolut fantastisch. Könnte nicht besser sein. Ja, und wir hatten ja auch von einer anderen Art des Drucks gesprochen, sozialer Druck. Ja. Weil das bei mir zum Beispiel vorm Abi ja so war, dass alle wussten, dass ich Zahnmedizin machen will. Ja. Und nach dem Abi, egal ob es ein paar Wochen nach dem Abi war, ja, ein Jahr, zwei Jahre, es hat ja mehrere Jahre gedauert, bis ich hier gelandet bin. Ja. Immer kamen Leute so an und meinten, Sebastian, wie läuft denn in deinem Studium so? Ha? Zahnmedizin. Okay. Ja. Toll. Ja. Nice. Und ja, das ist. Und auch noch dadurch, dass dein Vater auch Zahnarzt ja, ist, ist es ja irgendwie nochmal mehr wahrscheinlich auch teilweise Patienten, die dann so genau, deinen Vater wahrscheinlich ja, sogar fragen, ja, wann fängt denn dein Sohn an oder weißt du sowas ja, wahrscheinlich genau, auch, ne? Ja. Kann ich mir auch vorstellen, was ist da nochmal. Das war tatsächlich so. Also ich war ja vor allem in den Semesterferien dann auch relativ viel mit in der Praxis. Ja. Und dann war ich immer mit im Behandlungszimmer und dann hat mein Vater mich vorgestellt und gesagt, ja, das ist mein Sohn, der hilft ja, dir heute ein bisschen mit. Ja. Und dann meinten die Patienten natürlich, na, wann sind die dann mit dem Zahnmedizinstudium fertig? Die studieren auch bestimmt Zahnmedizin. Und dann ja, habe ich gesagt, nee, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit in politischer Theorie. das sind so absurde Situationen. Und ja, meiner Freundin ging es auch so. Also die hat die Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht und hat in der Praxis ihrer Mutter gearbeitet. Und die wurde ein Jahr, bevor sie dieses Jahr dann auch ins Studium reinkam, ja, wurde auch immer gefragt, wann sie denn ins Studium kommt oder ob sie schon im Studium drin. Das wird das, auch ständig, das ist sozialer das Druck. Erste, was dann immer ja, gefragt wird. Ne? Ja, ja, also da ist man wirklich, also man fühlt sich in dem Moment wirklich, als wäre man gescheitert oder als würde ja, man permanent scheitern. Ja. Und das okay, ist auch ein Grund, weshalb ich, obwohl ich relativ früh wusste, dass ich Zahnmedizin machen will, obwohl ich was ganz anderes studiert habe zuerst. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum ich nur einer Handvoll Leute erzählt habe, dass ich Zahnmedizin machen will. Also okay, die Leute, die mit mir zur Schule gegangen sind, mhm, da gab es fast niemanden, der, okay, der wusste, was ich vorhabe. Und das hat auch so einen gewissen Druck rausgenommen. Also ich bin ja, jetzt keiner, ja, der irgendwie unter bestimmten Gruppenzwang oder so ja, leidet, ja, aber wenn man mit seinem eigenen Scheitern oder mit seinem potenziellen Scheitern immer wieder konfrontiert wird, ja, das ist nicht schön und das habe ich komplett rausgenommen, mhm, und so nach und nach werden Leute das jetzt auch erfahren, aber mhm, das ist dann halt so. Nur ich denke, wenn man etwas wirklich will, dann will man das ja für sich und nicht für andere Leute. Deshalb, das war so meine Lektion, wenn ich ja, was will, mhm, das ist so mein Ding, das ja, muss ich dann machen. Ja, ist doch vollkommen egal, wer davon Bescheid weiß, solange es nicht die Leute sind, die dann künstlich noch Druck aufbauen. Ja, verstehe. Jetzt nochmal zum Abschluss habe ich noch ein paar kleinere Fragen, dass wir das Video auch langsam beenden.
Und zwar wollte ich einmal noch wissen, wie das denn ist, bei dir gewesen ist. Also wie wurdest du an die Zahnmedizin herangeführt? Hast du Praktika gemacht? Und natürlich ist es alles einfacher, weil dein Vater selbst Zahnarzt ist. Was würdest du Leuten raten, die sich jetzt überlegen, Zahnmedizin zu studieren, aber keine Eltern haben oder keinen Hintergrund haben, in dem sie einen Zahnarzt kennen oder jemanden haben? Was empfiehlst du da? Wie finde ich heraus, ob das Zahnmedizinstudium etwas für mich ist oder nicht? Ja. Also ich bin wirklich nicht die Person, die große Ratschläge erteilen kann. Bei mir war es so, ich war von klein auf oft mit im Behandlungszimmer und habe zugeschaut. Bin um den Behandlungsstuhl rumgelaufen und durfte mir alles schön angucken. Ich durfte dabei sein, wenn das Behandlungszimmer geputzt wird und alles Mögliche. Das war alles super spannend für mich. Und später war ich dann auch bei Operationen dabei, Weisheitszähne, Implantate, Wurzelspitzenresektionen. Das fand ich alles sehr spannend. Ja. Chirurgische Sachen. Ja, genau. Ich war einfach mit im Behandlungszimmer. Das war das, worauf ich sehr viel Wert gelegt habe und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich habe bisher noch keine anderen Praxen erlebt. Okay. Kommt noch. Okay. Ich freue mich drauf, weil jede Praxis bestimmt auch sehr anders geführt wird. Ja, ja. Behandlungen werden bestimmt auch komplett anders durchgeführt, weil jeder dann eine andere Herangehensweise hat. Ja. Leuten, deren Eltern jetzt keine Praxis haben, ich denke schon, dass ich denen dazu raten würde, Praktika zu machen. Also ja. das ist gut, sich das einfach anzuschauen, irgendwo zu sein, wo man Fragen stellen kann, wo man zuschauen kann. Das ist was anderes, als sich ein YouTube-Video zu einer Wurzelkanalbehandlung anzuschauen. Das ist was ganz anderes. Ja, stimmt. Okay, und dann wollte ich dich noch eine letzte Frage stellen, und zwar, wie es hier quasi so sozial ist. Also hast du Freunde gefunden, wie wohnst du, hast du einen Mitbewohner? Ja. Und darüber noch ein bisschen sprechen, wie das hier so gewesen ist, weil dann macht man sich ja, denke ich, auch mal Gedanken, findet man da Freunde? Ich meine, es gibt ja nicht nur einen beruflichen Teil von einem Menschen, sondern es gibt ja auch noch private Ziele und Bedürfnisse, sag ich mal, dass man halt Freunde findet, dass man halt irgendwie vielleicht einen Mitbewohner findet und so weiter. Wie lief das bei dir ab? Bist du da zufrieden? Also ich bin rundum zufrieden. Okay. Einfach, ja, wirklich. Okay. Es ist wirklich super hier. Ich habe einen Mitbewohner, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und mit dem komme ich richtig gut klar. Wir haben zusammen eine WG, die ist 10 Minuten von der Zahnklinik entfernt. Mhm. Und, zu Fuß oder? Zu Fuß. Ah ja, perfekt. Okay, ja, cool. Ich verbringe schon ziemlich viel Zeit mit dem. Mhm. Also ich denke, dass das Ding ist, man trifft hier Leute, die wirklich was Ähnliches wollen oder das Gleiche und die sehr lange dran gearbeitet haben. Mhm. Und deshalb besteht schon eine gewisse Tendenz, dass man hier auf Leute trifft, mit denen man was gemeinsam hat. Also man hat ja immer einen gemeinsamen Nenner. Ne? Genau, ja. Es gibt immer diesen gemeinsamen Nenner und deshalb versteht man sich dann auch eher. Ja, ne? Stimmt. Ja. Auch wenn die Leute aus völlig anderen Kulturen und Ländern kommen, hat man das halt. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist echt so. Der Mitbewohner macht der Human- oder Zahnmedizin? Er macht Humanmedizin. Ja. Das finde ich wirklich gut, weil er dann so seinen Bekanntenkreis allein schon durch Studium hat und ich habe meinen und dadurch wird das einer. Und ja, cool. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man einen Mitbewohner hat, der nicht in derselben Gruppe im Studium ist wie man selbst. Also man hängt dann nicht komplett die ganze Zeit zusammen, man erfährt auch mal andere Sachen und es ist einfach ein bisschen spannender. Okay, und in deiner Gruppe, seid ihr da nur Deutsche oder seid ihr gemischt? Wir sind gemischt. Der Großteil sind Deutsche, wobei die meisten von uns einen Migrationshintergrund haben, also ich jetzt auch. Ne? Ja, Argentinien ist es bei dir, genau. Ja, dein Vater. Ja. Genau, also mein Vater ist aus Argentinien, die Familie von meiner Mutter ist aus Deutschland. Ja. Und die meisten anderen in der Gruppe, die aus Deutschland sind, die haben eben auch so einen kleinen Migrationshintergrund. Ich denke,
damit hängt auch zusammen, dass viele Leute eine Bereitschaft haben, ins größere Bereitschaft halt auch ins Ausland zu gehen. Wobei mir auffällt, dass jetzt mehr und mehr Leute auch was nicht haben. Ja. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, dass die Pioniere halt eher die waren, die dann so mit Migrationshintergrund. Und mittlerweile kommen ja auch ganz viele, zum Beispiel Pierre, der ist ja bei der Eltern Deutsch, ne? Ganz viele Leute, Annika und Jillian und Christina, die ich auch mal Christina wieder nicht. Aber es gibt einfach immer mehr, mein Mitbewohner zum Beispiel auch, ganz deutsch, gibt es immer mehr Leute jetzt. Aber die Pioniere, ganz klar, waren halt echt Leute, die auch schon eine Geschichte hatten in der Familie von Leuten, die in ein anderes Land mal gekommen sind. Um zum Beispiel mein Vater, der ist aus der Türkei nach Deutschland gekommen für das chemische Verfahrenstechnik, also fürs Ingenieurstudium. Und ist dann halt auch in Land gekommen, damals noch bevor diese Gastarbeiterwerte gab. Das heißt, da gab es noch kaum Türken. Und es gab nicht mal die Möglichkeit, Geld zu senden. Es gab nicht die Möglichkeit, Sachen hinzuschicken. Es gab einfach, es war einfach, ich glaube, das war Anfang der 60er Jahre, da gab es halt wirklich zwischen Deutschland und der Türkei kaum Verbindungen. Ja. Und der konnte kaum ein Wort Deutsch. Der hatte das zwei Jahre lang in der Schule, im Abi, aber halt, ja, wirklich nicht viel gelernt, sag ich mal. Wenig Stunden pro Woche und dann kam der halt an und das war halt alles richtig, richtig hart damals, nicht so wie heute, wo man einfach zum Geldautomaten geht und das Geld kommt auch in Bulgarien aus dem Automaten, sondern damals musste der sich richtig aufwendig über andere Gastarbeiter, dann später ging es ein bisschen leichter, Geld schicken lassen. Telefonate musste man vorher anmelden, da konnte man auch nicht einfach anrufen, ne? Das war halt alles so viel mühsamer. Und wenn du das halt in der Familie hast, dann ist natürlich der Schritt so ein bisschen einfacher, auch in Land zu gehen. Und mittlerweile sind so viele Deutsche hier, dass es jetzt auch mittlerweile keine Hürde ist mehr für Deutsche zu kommen. Weil, also für Leute, die das vielleicht gar nicht so kennen, dass man für irgendwas in ein anderes Land geht. Und das hat sich auch ein bisschen verändert. Aber ja, ich finde das auch mal wieder interessant, diese Thematik. Ja, ist es echt. Also wenn man in dem Bewusstsein aufwächst, dass die eigenen Eltern und Großeltern es auch ganz gut im Ausland überlebt haben und den Wechsel nach Deutschland auch gut überstanden haben, dann nimmt man diese Hürde, dann nimmt man das vielleicht gar nicht so als Hürde wahr, nach Bulgarien zu kommen. Dein Vater hat in Argentinien studiert und praktiziert jetzt in eigener Praxis in Deutschland. Genau. Ne? Ja. Der hat das ja im Endeffekt vorgelebt schon. Ja. Ne? Ja, und das ist alles schon hinter sich gebracht mit der Anrechnung. Und so weiter, ja. Ja, cool. Ja, wir werden das viel einfacher haben. Ja. Und deshalb, deshalb. Ja, heutzutage, das ist halt so viel einfacher als damals. Auch mit der Anrechnung innerhalb der EU, das ist ja nur eine Formalität, da muss ja keine Prüfung mehr bestehen und sonstiges. Und die Anrechnung ist auch garantiert per EU-Legislative, die in den nationalen Gesetzen in Deutschland, Bulgarien und so weiter implementiert wurde, ist das halt garantiert. Das ist halt, mittlerweile ist das ja auch gar kein Auslandsstudium mehr, sondern nur ein Studium an einem anderen Studienort. Man darf ja auch nicht deswegen diskriminiert werden. Gibt es ja auch verschiedene Gerichtsverfahren dazu, das ist mittlerweile so. Möchtest du jetzt noch was loswerden, dann würde ich das Video jetzt beenden. Gibt es noch was du Leuten empfehlen würdest oder was du mitteilen möchtest für Leute, die sich überlegen, hier zu studieren? Und gibt's ja, auf jeden Fall. Schaut euch alle Videos von Marcel an. Nein, wirklich. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Okay. Ich bin vor einem Jahr auf die Idee gekommen, hier zu studieren. Also ich hatte erst mal selber recherchiert und dann bin ich auf deinem Kanal gelandet. Okay, cool. Hab dann alle Videos angeschaut, die auf dem Kanal waren. Dann habe ich, hab ich dir irgendwann mal geschrieben und du hast auch sehr schnell geantwortet, obwohl du in Videos immer sagst, dass das ein bisschen dauern kann. Das ging richtig schnell. Bei mir ging schnell, perfekt. Ich muss sagen, sehr viele von den Deutschen, die hier gelandet sind, die meisten von den Deutschen, die ich kenne, die hier gelandet sind, die haben deine Videos auch geschaut. Ja, cool. Und ich glaube, deine Videos haben den Leuten auch also ein bisschen Angst genommen oder Sorge, dass es hier ungut laufen könnte. Also das ist ein sehr positiver Einfluss. Viele Vorurteile, denke ich, auch mal aufgeklärt. Ja. Ich hatte auch Vorurteile, sehr große. Okay. aber die haben alle. Und deshalb schaut einfach die Videos von Marcel. Dann könnt ihr auch selber noch ein bisschen recherchieren. Und dann müsst ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob ihr hier studieren möchtet oder nicht. Das liegt ganz bei euch. Okay, so Sebastian, dann bedanke ich mich für das super interessante Video. Ich danke dir. Ich habe auf jeden Fall, ich,
einfach viel über dich gelernt und ich fand es mega spannend, auch mal eine andere Geschichte zu hören und ich hoffe, ihr da draußen auch. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wenn ihr Fragen habt, Bastian hat es ja schon gesagt, ich antworte allen von euch, könnt mir direkt schreiben. Ich habe meine WhatsApp-Nummer hier unten in der Kontaktinfo angegeben, auch andere Kontaktmöglichkeiten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Marcel in Bulgarien.